Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Sega Zone. Ihr seht richtig, wir haben noch ein paar Maps vor uns, denn, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, wir haben zwei neue Maps in den Map-Pool bekommen, und zwar Deetera und Deemilt. Das sind zwar keine Maps, die in den Competitive Map-Pool aufgenommen wurden, aber es sind Community-Maps, die jetzt im Game sind, und deswegen schauen wir uns natürlich auch dafür Smokes, Grenades, Flashes und Molos an, die ihr vielleicht braucht in euren Games, um besser zu sein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen mit der wundervollen Map Deetera. Wir fangen ganz entspannt im T-Spawn an. Da gibt es mehrere Sachen, die ich zeigen wollte. Wie gesagt, es gibt wieder, auch auf Terra gibt es bereits für jede Smokes gefühlt 4 Lineups. Deswegen sucht euch die Lineups raus, die für euch am besten sind. Ich zeige euch die, die ich am einfachsten finde. Zum einen geht ihr einmal hier in diese Ecke rein. Sucht euch dann diesen Stein in der Mitte von den Steinen hier. Geht etwas über die Kante drüber. Linksklick, Walking Jump Throw. Damit bekommt ihr eine wundervoll liegende Fenstersmoke, die zum einen, wenn das Fenster geschlossen ist, Fenster kaputt macht und trotzdem davor landet. Und wenn das Fenster offen ist, dann landet sie im Fenster drin und covert auch alles komplett. Als nächstes könnt ihr von der gleichen Position nicht nur die Mitte smoken, sondern auch noch die B-Türen. Dafür müsst ihr einfach so durch die Steine hier, geht davon in die Mitte, Jump Throw. Und habt damit eine wundervolle Smoke, die B-Doors covert, dass hier keiner rauspusht. Dann habe ich auch noch von der Position, da habt ihr hier alles komplett, indem ihr mittig hier auf den Holzbalken geht und wieder Walking Jump Throw benutzt, habt ihr noch eine wundervolle Smoke, die Z oder Archon, wie auch immer ihr es nennen wollt, mit dem Waterfall upsmoked. Finde ich persönlich auch wieder sehr cool. Ich bin ja ein großer Freund von den Waterfall Smokes in CS2. Auf jeden Fall sehr cool. Das heißt, ihr habt jetzt schon von einer Position sowohl das Window als auch die B-Türen als auch Z abgesmoked. Ja, dann gehen wir weiter. Von Mitte oben könnt ihr das Ganze natürlich auch nochmal machen. Dafür geht ihr hier in die Tür rein, geht mittig von dem blauen Schild hier, bis ihr auch mittig auf der Säule hier seid. Linksklick, Jump, Throw. Da habt ihr wieder eine B-Tür-Smoke, die perfekt liegt. Von derselben Position geht ihr dann noch crouchend auf diese Blume. Linksklick, Jump, Throw. Habt ihr eine Window-Smoke, die natürlich auch wieder liegt. Und von der Position könnt ihr auch noch auf diesen Fleck hier gehen. Linksklick, Jump, Throw. Und auch diese Smoke ist wieder eine Waterfall-Smoke und covert komplett Z bzw. Archon. Und gleichzeitig covert es natürlich auch, wie ihr seht hier, machen ja auch viele den Jump hier auf die Ledge. Der ist dann mit dieser Smoke auch komplett gecovert. Genau, als nächstes kommen wir zum B-Spot, um B abzusmoken. Die B-Rampe, die wichtigste Smoke für den B-Spot auf der T-Seite. Geht ihr hier in diese Ecke, sucht euch den Anfang vom Y hier, Linksklick, Rechtsklick, Jump, Throw. Die Smoke fliegt, bounced ein paar Mal und landet aber perfekt auf der Rampe und covert komplett ab, spreadet auch nicht weit rein. Also sagen wir mal nach dem Motto, wenn hier ein CD durch die Smoke pushen würde, würdet ihr es auch sehr früh mitbekommen. Finde ich persönlich eine super geile Smoke. Eine wichtige Smoke aus dem Spawn heraus ist diese Smoke hier. Dafür geht ihr in die Ecke. Linksklick, Jump, Throw. Die landet, wie ihr hier schon seht, mittig oben und covert die komplette Möglichkeit für die CTs early zu peaken. Sowohl hier unten als auch von hier oben ist es sehr schwer. Vielleicht nur auf den Boost achten, aber an sich ist das auf jeden Fall eine super Smoke, um Early Aggression der CTs zu blocken. Eine sehr unangenehme Position ist, wenn sich ein CT hier auf dem Balcony versteckt. Dagegen kann ich euch aber einen ganz einfachen Mollo empfehlen. Ihr springt dafür hier rüber. Achtung, wenn ihr da runterfallt, ist es Schicht, seid ihr weg vom Feenstau. Aber ihr geht in die Ecke hier rein, sucht euch diese Position zwischen den zwei rötlichen Backsteinen. Linksklick, Rechtsklick, Jump, Throw. Dieser Mollo spreadet komplett über den Balcony
Und damit kann sich hier keiner mehr verstecken. Zusätzlich, um vielleicht mal wieder eure Teammates, zum Beispiel Armin, Grüße, in Szene zu setzen, könnt ihr hier eine Entry-Flash werfen. Dafür geht ihr hier in diese Ecke rein, sucht euch diesen Backstein in der Wand, links davon, lauft 2-3 Schritte vorwärts und Jump Throw. Die fliegt hier rüber, poppt genau hier und ihr seht, alles, was hier early reinpiekt, sogar hier hinten, ist absolut Vollgold. Die ist wirklich super und damit könnt ihr echt perfekt einen Mate in Szene setzen, der dann hier mit rumzieht. Sogar hier oben ist Gold, hier close ist Gold, also die Flash kann ich euch nur ans Herz legen. Und jetzt zeige ich euch noch abschließend für den B-Spot 2 Möglichkeiten, wie ihr B splitten könnt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey yo, ihr wollt über die Mitte zusätzlich B splitten, dann ist natürlich die wichtigste Pose zu covern die Treppe hier, weil du von hier aus seht ihr natürlich einen super easy Winkel hast, die Ts zu killen, die aus der Tür kommen. Dafür gibt es, zeige ich euch natürlich 2 Möglichkeiten. Zum einen vor B geht ihr hier in die Ecke, von der wir auch schon die B-Rampensmoke geworfen haben. Diesmal geht ihr auf den Mund von der rechten Figur hier und macht einfach einen ganz normalen Links-Click-Jump-Throw. Die Smoke bounced hier 1-2 Mal ab und landet perfekt auf der Treppe, sodass auch von hier wirklich keine Möglichkeit gibt, hier mal rüber zu pieken. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass man natürlich immer noch von hier pieken kann, aber der easyste Winkel ist erstmal komplett geblockt. Und das könnt ihr natürlich auch noch von Mitte oben werfen. Dafür geht ihr hier in die Ecke, sucht euch dieses Quadrat, Linksklick, Jump, Throw. Die Smoke landet sogar etwas höher, aber erfüllt denselben Zweck natürlich, covert perfekt hier die Treppe. Und ihr könnt natürlich mit der anderen Utility von euren Mates perfekt aber B splitten. Die andere Möglichkeit, einfach aus, wenn ihr sagt, ihr wollt die B-Rampensmoke hier, die B-Side-Smoke, wie auch immer ihr sie nennen wollt, einfach aus dem Laufen werfen, ohne Lineup, großartig. Dann kommt ihr einfach hier rein, aimt an diesen kleinen Kratzer im B und lauft einfach 2-3 Schritte vorwärts. Linksklick, die landet auch etwas weiter links, aber covert trotz dessen die Rampe komplett. Und von der Position könnt ihr auch einfach noch eine Flash hinterher zwirbeln. Die landet dann auch perfekt. Covert hier und ihr könnt Richtung Spot fighten. Kommen wir nun zum A-Spot. Da gibt es auch wieder ein paar nette Sachen, die ich euch zeigen möchte. Zum einen mal wieder alle Smokes von einer Position. Bin ich ja ein sehr großer Fan von, wie ihr vielleicht wisst. Dafür geht ihr diesmal in diese Ecke hier. Sucht euch als erstes diesen Punkt hier. Linksklick, Jump, Throw. Damit habt ihr eine Smoke, die hier 2-3 Mal bounced und komplett Richtung Tür slash Z covert. Da geht es jetzt natürlich darum, dass ihr in der Regel versucht, von Lang zum Beispiel oder von Vino hier unten zu kommen. Einmal diese Smoke, dann könnt ihr von hier noch die Smoke werfen für CT und hier von auch hier gecrouched, hier dran geaimt, Linksklick, Jump, Throw. Dann habt ihr eine Smoke, die perfekt in Piano liegt und habt, wie gesagt, in der Kombination die CT-Smoke hier, die Piano-Smoke hier und die Z-Smoke hier. Und wenn ihr dann über Vino Richtung Lang rauskommt, seht ihr, da ist gesmoked, da ist gesmoked und da ist gesmoked. Das könnt ihr dann auch noch kombinieren, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt lang raus, mit einem Mollo und einer Flash. Hier ist nämlich eine Position, die sehr viele CTs auch gerne bespielen. Sehr unangenehm für die Langspieler. Die Pose könnt ihr aber ganz einfach aus dem Spiel nehmen, indem ihr hier links ans A rangeht, gecrouched, mittig einfach nur an die Glocke aimt. Der Mollus bounced von der Glocke ab und spreadet hier perfekt in die Ecke. Und dann könnt ihr natürlich auch noch, wenn ihr das wollt, einfach hier links rüber eine Flash werfen, Self-Pop-Flash, so mäßig. Die covert dann auch hier in die Richtung komplett. Und genau, ihr seht, ist auf jeden Fall eine super, super gute kleine Kombination, die man auch als Einzelspieler werfen kann. Dafür braucht man nicht unbedingt sein Team. Wenn man aber mal wieder seinen Teammates, den guten Swani oder den guten Armin in Szene setzen will, aus dem Vino heraus, dann geht man hier mittig ans Fass und wirft hier eine Flash mittig durch. Die sieht erstmal relativ low aus, ist jetzt auch keine spektakuläre Flash, aber ihr seht, wenn ihr aus lang rauskommt, könnt ihr hier fighten, ohne Gold zu sein komplett. Und sowohl jeglicher Spieler, der Richtung CT hält,
als auch hier vielleicht eine AWP, die lang reinhält. Als auch jemand, der hier close an den Türen zum Beispiel hält oder so, ist von dieser Flash geblendet, wenn er sich nicht wegdreht. Wenn ihr eine Z-Smoke haben wollt, ihr wollt zum Beispiel hier durch die Doppeltür in Richtung A splitten, dann steht natürlich hier mal sehr gerne jemand und hält hier rein. Mache ich zum Beispiel auch ganz gerne als Mitte-Slash-A-Spieler. Und das könnt ihr ganz einfach absmoken, indem ihr hier in die Ecke geht. Ihr sucht euch diese Kante von diesem Blatt und macht einfach Linksklick. Die Smoke fliegt eine Weile und landet aber perfekt im Z- oder A-Connector, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ihr könnt, indem ihr hier die Ecke klärt, dann einfach entspannt Richtung A fallen. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine weitere wundervolle Waterfall-Smoke, dann sucht ihr euch einfach die Ecke hier neben dem Stromkasten. Sucht euch, ihr seht hier, guckt so ein Pixel von der einen Glocke da raus. Sucht euch diesen Pixel. Geht einen Ticken runter hier, wo es so ein bisschen shiny ist. Und so eine anderthalb Crosshair-Länge raus. Linksklick, Jump, Throw. Smoke fliegt und landet mit ein paar Bounces perfekt hier auf dem Vordach. Und spreadet, wie alle Waterfall-Smokes es tun, perfekt raus. Covert komplett CT. Eine super gute Smoke. Abschließend für den A-Spawn und die T-Side würde ich euch gerne noch eine sehr coole Alert-Smoke zeigen, die ich gefunden habe. Dafür geht ihr hier in die Ecke, packt euer Crosshair hier auf den Balken über die Blumen, wunderschönen Blumen, und macht Linksklick Walking Jump Throw. Die Smoke fliegt, bounce hier einmal von der Kante ab und landet quasi knapp vor den Türen. Das führt aber dazu, dass ihr hier, natürlich müsst ihr hier links klären, aber hier theoretisch perfekt rumlurken und rauslurken könnt. Sehr, sehr eklig. Wie gesagt, ihr seht, die CTs sehen hier nichts. Aber wissen nicht, geht ihr vielleicht gerade, ist es nur ein Fake, geht ihr vielleicht gerade Z rein, poppt ihr jetzt hier raus oder so. Bin ich auf jeden Fall nett. Lässt sich auf jeden Fall gut nutzen für verschiedenste Szenarien. Kommen wir nun zur CT-Seite. Da gibt es auch wieder einige Sachen, die ich euch zeigen wollte, besonders aus dem Spawn heraus. Als erstes zeige ich euch aus dem CT-Spawn raus eine Smoke für den Dropper-Raum. Dafür geht ihr hier in die Ecke, aimt auf diese, auf die obere Kante von dem Pfeiler. Linksklick, Jump, Throw. Die landet einfach ganz entspannt vor der Tür, slash im Dropper-Raum. Und covert hier super schnell die Möglichkeit, dass hier vielleicht T's durchrushen. Von derselben Position könnt ihr auch noch eine Smoke werfen für die A-Doors slash Dropper-Doors. Dafür geht ihr, wie gesagt, wieder in die Ecke. Hier links. Und Linksklick, Jump, Throw. Die Smoke kriegt eine Weile, landet hier perfekt. Super gut, falls ihr sagen wollt, ihr wollt vielleicht Richtung Mitte oben fighten oder so. Oder ihr wollt einfach nur hier covern für euren B-Spieler, der vielleicht Richtung Mitte fightet. Also auch sehr gut, sehr effektiv. Wie gesagt, von einer Position super easy zu werfen. Theoretisch könnt ihr auch noch, wenn ihr sagt, ihr wollt hier nicht absmoken, sondern ihr wollt hier vielleicht mollen. Da Grüße gehen raus an Pusher Tom, der mir diesen Mollo geschickt hat. Es kann aber sein, dass der nicht immer hundertprozentig spreadet. Jedenfalls geht ihr hier vorne dran. Aimt ihr hier oben hin. Lauft vorwärts. Insklick, Jump, Throw. Und ihr seht, der Mollo spreadet. Landet jetzt hier perfekt. Der spreadet aber nicht immer perfekt. Achtung auf jeden Fall. Vorsicht sei geboten. Kann trotzdem sehr effektiv sein. Ihr seht, jetzt zum Beispiel spreadet er so gut wie gar nicht. Das ist immer ein bisschen random, aber kann auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Und ja, kann vielleicht gar nicht mal so schlecht sein, um das ein oder andere Mal den Dropper Rush zu verhindern. Zusätzlich könnt ihr auch noch Dropper mollen, wenn ihr sagt, ich will jetzt mal wieder ein kleines Solo-Play machen, à la Armin. Dann geht ihr hier rüber. Hier ran. Aimt die Mitte von diesem Stein hier rechts. Linksklick, rechtsklick, lauft vorwärts. Der Mollo spreadet, landet auf der Kante und spreadet hier perfekt. Um vielleicht, wenn ihr sagt, ey, ihr wollt nochmal re-aggressen oder early round, wollt ihr als CT aggressen, dann mollot ihr da ab. Wie ihr hier seht. Dann könnt ihr euch noch hier eine entspannte Flash drüber werfen. Bumm. Und könnt hier Richtung Dropper fighten. Ihr seht, wenn jetzt hier einer schon gedroppt ist. Zack. Könnt ihr easy entspannt Richtung Dropper Room fighten. Zusätzlich sehr empfehlenswert, wenn ihr den A-Rush verhindern wollt, ist ein Mollo für Vino.
Dafür kommt ihr hier einfach aus dem City-Spawn raus, aimt hier unten an die schwarze Kante und haut den Molo da durchs Fenster. Perfekt, ich habe live aimed. Perfekt. Nun einen super guten Anti-A-Rush-Molo, den ihr werfen könnt, ist hier. Ihr geht auf die, aimt hier runter auf die Kante, vorwärts, Jump, Throw. Der Molo fliegt hier durchs Fenster, bounced einmal ab, landet perfekt in Vino, stoppt jegliche Möglichkeit, Early A zu rushen. Und dann geht ihr zum Beispiel hier unten Richtung Vino, stellt euch hier hin, flasht euch einmal hier, könnt damit peeken. Ihr seht, das ist eine Self-Pop-Flash, die blendet euch nicht. Und jeder T, der nach dem Motto auf den Molo gewartet hat und jetzt peekt hier, ist auf jeden Fall voll blind. So, kommen wir nun zum B-Spot. Da zeige ich euch zum einen die Möglichkeit, wie ihr Early B-Main upsmoken könnt. Geht ihr einmal hier in die Ecke, sucht euch diese Spitze, geht runter, lauft runter, bis ihr quasi an dem Shiny Part vorbei seid und macht dann Jump Throw. Smoke fliegt zwar eine Weile, aber bounced perfekt in B-Main rein. Super gut, um Early B-Aggression abzublocken. Kann ich euch nur sehr ans Herz legen. So, ihr könnt die B-Main-Smoke aber auch etwas Freestyle-mäßiger werfen. Sucht euch einfach hier den Punkt, aimt an die Kante von der Kirche hier. Geht zweiter Schritte nach vorne, Jump Throw. Auch diese Smoke bounced und landet vor slash in B-Main. Wie gesagt, da ist immer ein bisschen Spielraum, aber auch die Smoke covert jegliche Early Aggression. Eine super gute Flash, wie ich finde, um mal wieder eure Teammates in Szene zu setzen. Grüße gehen raus an Armin. Dafür könnt ihr einfach hier in diese Ecke gehen. Aimt quasi mittig von dem Fenster und der Lampe. Etwas weg von der Kante. Macht einfach einen Linksklick. Die Flash poppt quasi über Main. Und ihr seht natürlich hier, wenn einer piekt, nichts. Also eure Teammates sind hier absolut nicht Gold. Und natürlich die Ts, die sich hier gerade aufstellen oder vielleicht was ready machen, sind sogar relativ tief. Absolut voll jolt. Abschließend noch ein kleines Schmankerl, was ich auch von Pusher Tom gesehen habe. Ihr geht hier mittig an diesen rötlichen Backstein. Aimt unten an das blaue Ding in der Mitte hier. Und macht einen Linksklick-Jump-Throw. Da habt ihr dann von B nochmal eine super coole Waterfall-Smoke, die komplett Mitte covert. Und vielleicht, wie gesagt, als Support-Utility für eure Mittespieler von B zu unterstützen mit der Smoke, ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. So, zusätzlich könnt ihr von dem von dieser Position hier, wenn ihr auf die Kante aimt, Walking Jump Throw macht. Noch, das ignorieren wir mal ganz einfach. Könnt ihr natürlich noch den Dropper smoken. Auch sehr gut, wenn ihr early als CTs Dropper aggressen wollt. Kann ich euch die auch nur sehr ans Herz legen. Super coole Sache. Wie gesagt, könnt ihr dann auch wieder mit euer Flash kombinieren oder ihr geht einfach dry rein. Hilft euren Mittelspieler natürlich auch, wenn ihr Dropper-Kontrolle habt. Super gute Sache, sehr effektiv. Wenn ihr aus dem CT-Spawn Mitte oben smoken wollt, geht ihr hier hin. Aimt zwischen diese beiden Stachel hier. Linksklick, Jump, Throw. Die Smoke landet perfekt in der Mitte und zusätzlich landet sie nicht nur in der Mitte, sondern die spreadet auch noch komplett hier in den B-Gang rüber. Das heißt, ihr helft damit sogar auch noch early euren B-Mates potenziell. Aber das ist so, wie gesagt, für diese Mitte-Smoke gibt es auch wieder 10 verschiedene Lineups. Da nutzt einfach das, was für euch am schnellsten, für euch am natürlichsten ist. Ich finde, das ist jetzt hier relativ easy. Da gibt es aber auch noch, wie gesagt, 1000 andere Varianten. Ja, das ist aber die, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Das war's damit auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, die Segazone auf DE Mills. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Later.